auch Ian, vor allem wenn wir das nächste Mal einkaufen gehen, wissen wir schon, wie du aussehen wirst. Ist das eine Wette? Ja. Hallo ihr Lieben, wir haben wieder heute ein ganz cooles Back to School Video für euch. Und wir haben aber noch eine Challenge für euch. Schafft ihr es in 3 Sekunden, den Daumen hoch schlagen, die Glocke schalten und zu abonnieren, wenn ihr es geschafft habt. Schreibt Schule in die Kommentare. Wenn ihr nicht schreiben könnt, macht einen Würfel-Emoji in die Kommentare. Natürlich wollen wir euch jetzt erstmal erklären, wie diese Back-to-School-Challenge funktioniert. Ihr feiert unsere Alles-Kaufen-Videos so sehr, deswegen wird es wieder ein Alles-Kaufen-Video. Wir werden jeder, Evas Papa wird auch dabei sein, einmal diesen Würfel würfeln. Dann sind hinter mir Schüsselchen, auf denen Zahlen draufstehen mit Buchstaben drin. Je nachdem, welche Zahl wir gewürfelt haben, werden wir da die Buchstaben rausklauben. Dann müssen wir zu den Buchstaben etwas Back-to-School-mäßiges kaufen. Dann zeigen wir euch, was wir gekauft haben und dann machen wir das Ganze nochmal. Ja. Jawohl. Ja. Und ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht länger drum herum. Wir holen Evas Papa dazu und fangen mal an. Dann macht ihr beiden mal Schere, Stein, Papier, wer zuerst würfeln darf. Ja, Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Haha, ich dachte, yes. Na, dann würfel mal. Ich bin gespannt, was es wird. Und? 2. Eine 2. So, da ist die Schüssel. Mit der Nummer 2, genau. Nur damit ihr seht. Und jetzt machen wir mal Mixi, Mixi, Mixi. Mixi, Mixi, Mixi. Okay, jetzt nehmen wir mal ein Lüfter. Ich glaube, irgendwie denke ich, will das dann nehmen. Und ein S. Ich habe ein S. Ein S. Okay, was wirst du wohl mit S kaufen? Sag mal noch nichts und mach dir Gedanken. Ja. Okay, was wird es werden? Eine 1. Okay. Hier ist jetzt Schüsselchen Nummer 1. Ah, sehe gar nichts. Okay. Oh, ich bin so gespannt, was es wird. Bevor wir es gesehen hätten. Die Kamera sieht nichts. Ein L. Aber ich habe schon eine Idee, was du mit L Gescheites kaufen kannst. Warte, ich will. Ich muss das denken. Du musst das L, genau. Ja, ich kann das essen. Ich hätte Esspapier nehmen sollen, dann hättest du es wirklich essen sollen. Jetzt muss ich noch würfeln. Ja. Wer nimmt die Kamera? So, dann wollen wir mal. Okay. Und was wird's? Ich glaube eine 1. Auch eine 1? Yep, eine 1. Okay, gut. Mhm. Schüsselchen Nummer 1, auch für mich. Und ich nehme. Guck nicht hin. Das hier. Und es ist? Und es ist ein D. Was hat denn... Muss ich mal tief in mich gehen, was ich für D kaufen kann. Wir nehmen euch auf jeden Fall jetzt erstmal mit ins Geschäft und zeigen euch, was wir kaufen. Ich habe ja S für Stift und ich bin hier in einem Geschäft, wo da ganz viele Stifte sind. Und jetzt gucken wir mal. Also da sind auf jeden Fall keine Stifte. Da sind ein paar langweilige Stifte. Meinst du, ein schwarzer Stift sei langweilig? Ja, ich weiß, das ist ein Stift. Du hast recht, der ist sehr langweilig. Ist das nicht praktisch für Schüler? Sehr praktisch. Ja, sehr. Oh, Ian, vor allem, wenn wir das nächste Mal einkaufen gehen, wissen wir schon, wie du aussehen wirst. Ist das eine Wette? Ja. Schatz, du sollst deiner Tochter helfen, nach Stiften zu gucken und dich ja, nicht schon wieder... Ja, gute Idee, gute Idee. Sonst ich glaube, du sollst kriegst du wieder Probleme. Jetzt wird's schwierig. Soll ich so ein Schweinchen haben oder so ein Krokodil? Pup, pup, pup. Okay, dann nehme ich ein Schweinchen. Ein Schweinchen, okay. Leg aber nochmal deine Auswahl hin, weil wir haben die noch nicht richtig gesehen. Was ist das? Krokodil. Oh, das ist schön. Ah, das ist lustig. Schweinchen. Okay, ja. Zu Hause zeigen wir das dann richtig, weil hier drinnen will die Kamera nicht so. Wo hast du uns hingeführt? Okay, natürlich. Ich habe die Idee für etwas, das ganz praktisch ist, dass man mitspielen kann und man kann etwas lernen und das ist artistisch. Kennst du, was das ist? Artistisch? Ja. Okay. Aber, Ninjago?
Nein, nein, nein. Lego, Lego, Lego. Lego. Oh, Ian, hier müssen wir nochmal über Lego sprechen. Das ist nicht Lego, Ian. Ava, wie sagt man Lego auf Deutsch? Da. Lego. Egal. Wollen wir das üben? Lego. Lego. Okay. Okay. Du musst nicht verschauen. Das perfekte Lego-Set gefunden. Back to school Lego. Okay. So, man kann dann etwas bauen und dann ist eine kleine Kiste und dann mitbringen zur Schule. So, man hat etwas, das klein ist, das ein Rucksack ist und dann man kann spielen. Das da. Das sieht aus wie ein Schulranzen, das stimmt. Das da. Ava, meinst und du... Und eine kleine Kiste, man kann das mitbringen. Mit in die Schule nehmen? Yes. Meinst du, das zählt, Ava, als ja. Back to school? Ja. Nee, der Papa sucht aus. Okay, dann... Okay, ich werde das nie legen. Gut, na dann, wenn du sagst, dass das auch unter Back to School fällt, meine würde ich Ideen, sagen... Wir sagten, das sind praktisch, aber vielleicht, die machen auch ein bisschen Spaß. Das macht auch ein bisschen Spaß. Und das ist praktisch, ich glaube, für Lego. Guck, so süß. Okay, süß ist es. Aber ich glaube, bei Back to School, mein Schatz, da stretchen wir das gerade ganz schön, oder? Vielleicht ein bisschen, aber du kennst, wie ich bin. Ja, stimmt. Ich habe schon eine Idee, was ich für D möchte. Ich verrate euch aber noch nicht. Ich muss nämlich erst gucken, ob ich das bekomme. Und Ava wird sich darüber sehr, sehr, sehr freuen. Okay. Ja, natürlich. Und zwar ist das jetzt ganz bestimmt hier irgendwo. Schau. Hast du mir Make-up für die Schule? Make-up für die Schule? Ich habe D gezogen, nicht M. Komm mal mit, ich zeig dir, was ich möchte. Dash anstelle Blush. Das wär's ja noch. Nee, sondern komm mal mit. Ich habe schon eine genaue Idee. Und zwar, haha, Ian, stopp. Das sind Desinfektionsteile. D, Desinfektion. Kein Make-up, nein. Ava, du bist 8 Jahre alt. Du brauchst auch kein Make-up für die Schule. Aber die kann man an den Schulranzen dran machen. Ich finde das Einhorn ganz süß. Okay, das sagt over it. Ich bin auch over it. Over it, over school. Bist du over school? Over ja. It. Wollen wir das mitnehmen oder lieber das Einhorn? I'm so over it. Lieber das Einhorn. Ich glaube, ich werde das kaufen für mich selbst. Für die Arbeit? Ja, weil ich bin so over it. Cool. Aber was weniger praktisch ist, der hat besser gewesen. Sorry. Willst du deins zuerst zeigen, Ian? Guck. Was ich gekauft habe, so schön. Und können wir einen Vergleich machen, zu wer hat diese Runde gewonnen? Oh, das ist eine gute Idee. Schreibt es in die Kommentare. Wer hat das Beste in dieser Runde bekommen? Ja. Während ihr jetzt entscheidet, wer die erste Runde gewonnen hat, würfeln wir, was es in der zweiten Runde gibt und schauen mal, wie ihr entscheidet. Okay. Mixi, ein F. Oder einfach ein schönes Haar. Das ist ein F. Es ist ein F. Ja. Okay, Ava, pass auf den Papa auf, dass er hier nicht schummelt. Au, 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 au. Okay, gerade hatte ich ein bisschen Angst um meine Blumen. 5, okay. Hier ist das Schüsselchen Nummer 5. Das ist ganz am Rand. Gut, dann Schüssel Nummer 5 ist diese, genau. Du kontrollierst, was Papa da rausholt. Wie viel kann ich nehmen? Eins. Das ist ein chinesisches Zeichen. Oder eine H. Meine chinesische ist nicht so gut. Sag mal, was habt ihr denn mit meiner Schrift? Eine H, eine chinesische H. Okay, hier ist der Würfel. Hier. Oh mein Gott, das muss jetzt was Gutes werden. Würfel. Auf jeden Fall. Und? Der tippt mir selbst 2 Tränen ins Gesicht. Was ist das? Oh, es ist eine 1. Schiefe 2, nein. Oh, ich dachte, ich habe nur einen Punkt gesehen. Hier ist jetzt die Schüssel Nummer 2. Und ich nehme ein T.
Ein Tee. Time out? Ja. Wofür denn Time out? Jetzt geht's erstmal richtig los. Ach so, hier pack deine 7 Sachen und wir marschieren ins Geschäft. Okay, das ist weder Back to School, Avi, noch dein Buchstabe. Dein Buchstabe? F. Hier ist eine Flasche. Oh, eine Lama-Flasche. No, Drama Lama. Das ist doch gut. In der Schule kein Drama ist immer gut. Und schau mal, da unten ist noch eine Supergirl-Flasche. Dir gefällt die Lama-Flasche besser? Ja. Na dann. No Drama Lama. No Drama Lama. Du hast das für mich gekauft oder für dich? Für mich. Für uns? Für mich. Für beide von uns. Für mich. Aber ich kann das selbst nehmen. Du darfst es auch mit auf die Arbeit nehmen, natürlich. Wie wäre denn so ein Becher? Good Vibes. Ich mag meine Mama. No, Drama Lamas besser irgendwie. Außerdem, wenn ich das mit in die Schule nehme, würde es ja auslaufen. Strohhalm. Doch. Stimmt, dann hättest Wasser. Du Wasser im Schulranzen. Wäre auch keine gute Idee. Okay. Es ist Back to School, ich muss das erklären. Ich glaube, das perfekte Back to School Ding ist diese Poo-Helikopter. Für viele, viele Gründe. Zum Beispiel, was passiert, wenn du bist in der Schule und eine Wespe kommt in deiner Nähe? Was brauchst du? Ein Poo-Helikopter. Ich kann nicht denken, etwas, das besser ist, aber mehr praktisch für Back to School ist. Ja? Ja, es würde zu deinem Haar passen. Ja, perfekt. Und meine Haare ist wie Poo. Na, deine Haare sind nicht wie Puh. Nein, dein Buchstabe H. Ah, ich dachte, du kaufst einen Hefter. Aber ein. Wer würde eine Hefte benutzen in Schule? Aber in das würde man das fast, ich glaube, jeden Tag benutzen. Also, wenn der Papa mal recht hat, dann hat er recht. Ich kann erinnern, wenn ich ein Kind war. Das war ja auch mega safe. Wenn ich ein Kind war, ich hatte mindestens 2 oder 3 von diesen Dingen. Ich glaube, vielleicht nicht. Kann sein. Aber vielleicht. Okay. Wir sind jetzt hier in so einem Nippes-Geschäft. Eigentlich wollte ich für meinen Tee einen Tintenkiller kaufen, aber jetzt dachte ich vielleicht ein Turnbeutel. Und Ian sagt gerade, er hat noch einen Turnbeutel gefunden. Und der ist auch süß. Hey, Pan-Dude. Pan-Dude. Hey, Pan-Dude. Das ist ja süß. Der oder der. Also ich finde den ja auch toll mit diesen. Mama, du hast es gut gefunden. Tätschelst du mich gerade? Ich wünschte, ihr könntet das sehen. Wie hast du gemacht? Batsch, 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 batsch. Also ich habe scheinbar echt einen guten Job gemacht. Oh, ich sehe noch mehr Turnbeutel, bevor wir uns hier festlegen. Oh, Ian, was tust du denn da? Für dich? Gebe ich mein letztes Hemd. Oh Gott, wie süß. Oh nein. Oh je. Okay, ich bin nicht sicher, ob wir brauchen das für Back to School, aber ich glaube, ich will es kaufen. Der Paillettenturnbeutel ist schon ziemlich cool, oder? Ja. Oh, schau mal, da hinten gibt es auch so Lichter. Cool. So Lichter, so Buchstaben mit Lichtern, das wollte ich sagen. Cool. Die haben hier echt coole Sachen. Die zweite Runde haben wir auch erfolgreich hinter uns gebracht. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich gekauft habe und ich wäre euch allen sehr dankbar. Ich stotter schon, ich bin voll nervös, weil ich mir sicher bin, dass ich nicht gewinne. Aber trotzdem, stimmt doch für mich und meinen wunderschönen Turnbeutel. Was macht ihr denn da im Hintergrund? Nix, einfach sitzen. Also stimmt für mich und wenn ich euch nur leid tue, ich finde, der ist voll schön. Okay, Ava, dann erklär mal, warum du gewinnen solltest. Also, ich denke, ich sollte gewinnen, weil diese Flasche... Mama wollte, dass ich in eine Strohhalmflasche kaufe und das ist falsch. Also denke ich, so eine Flasche mit so einem Anhänger-Dingsbums und diesen Deckel hat, ist die perfekteste Art und Weise, eine Flasche zu haben. Und dann auch noch das schöne Bild von einem Tier, das ein Lama ist. Also, dann schaut man, oh, Ian guckt ganz kritisch. So, jetzt erklär du nochmal, warum du mit deinem Poo-Helikopter gewinnen solltest. Ich kann nicht glauben, was ich höre. Okay, 5 Worte. Langweilig, langweilig. Was? Guck. Okay, 2 weitere Worte. Poo und Helikopter. Endlich diese Worte zusammen. Und es schützt ihr gegen kleine Fliege und Wespe. So, ist das unglaublich toll und praktisch? Okay, dann stimmt mal ab, wer die zweite Runde gewonnen hat. Schreibt uns in die Kommentare. Oder eine Poo-Emoji. Oder ein Poo-Emoji, wenn ihr für ihn abstimmt. Oder ein Lama, wenn ich abstimme. Ah ja, jetzt wird's richtig kompliziert. Das kriege ich am Ende nie wieder auseinander, wer gewonnen hat.
Schreibt uns doch mal fleißig Videovorschläge in die Kommentare, was ihr noch gerne von uns sehen möchtet. Wir danken euch auf jeden Fall jetzt erstmal fürs Zuschauen. Hoffen, dass euch unser Alles kaufen Back to School gefallen hat. Hier unten gibt es noch zwei weitere Videos von uns, die ihr euch auch anschauen könnt. Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis